Jetzt bin ich wieder beim Palast. Ja, toll. Und jetzt der Palast ist im Arsch, oder? Das fügt sich hier gerade zusammen, oder baut sich zusammen, oder? Nee, oder? Nee. Hä? Ah, lass mich raten, jetzt mit dem... Also ich dachte, das macht wieder hier viel schneller, die ganze Scheiße. Lass mich gerade jetzt da, fliege ich, oder gehe ich, oder whatever, zu diesen zwei Typen. Ja, guck hier. Ich sag mal, das ist der Retter. Und da oben ist das Monster. Aha. Warte mal, ist hier die Mutter auch gewesen? Ja, die Mutter. Ja, die Mutter ist auch hier unten. Ich weiß nicht genau, was die jetzt mit dem Retter tut oder redet, aber okay. Ich werde doch bescheuert mit dem Game. Komm schon, lauf, ich will antworten, Mann. Das ist das Monster. Aha. Ja, ich will da 10, komm. Wer was von wo wie? Aha. Die Mutter und das Kind. Das ist der Sohn. Der Sohn heult jemanden nach. Die Mutter hält ihn zurück. Mit wem? Und die Tochter läuft vor. Zu. Weiß ich nicht. Ich schätze mal den Vater oder so. Ich. Keine Ahnung, wen die. Ja, beide wollen dorthin. Aber die Mutter hält. Das kann nur der Vater sein. Komm schon, ich will. Warte. Sei ich doch! Der Vater haut ab! Ich wusste es doch, goddammit! Guck, ich wusste es doch die ganze Zeit schon. Ha, von wegen Theorie ist für den Arsch. Aha. Er haut ab. Aber warum haut er ab? Ja, das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Aber er haut ab auf jeden Fall. Okay. Er muss gehen. Jetzt ist die Frage. Also, kein Bock mehr auf die Familie, glaube ich, eher nicht. Ich glaube eher geschäftlich, weil. Weiß ich nicht warum. Aber vielleicht, denke ich mal. Keine Ahnung. Und. Ja. Also er haut ab. Soweit bin ich auch schon, okay. Was? Jetzt kapier ich's, glaube ich. Ich glaube, ich check's. Ich glaube, ich check's sie. Ja, warte mal. Ich gehe. Weiß ich, kann ich hier rauf auch oder kann ich nur rein? Ich glaube. Oh. Ja, dann mach. Achso. Was? Ach so! Hauen wir ab oder lass. Ja, ich will antworten. Ich will antworten. Leck mich. Ich will fucking antworten. Klingel die Scheißglocke! Wenn das jetzt das Ende ist, dann kriege ich einen Anfall. Hallo?
Das ist es. Are you fucking kidding me? Wenn das das Ende ist, kriege ich einen Anfall. Es ist das fucking Ende. Really jetzt? Oh mein Gott. Okay. Also ich habe eine Theorie und die werde ich jetzt auch noch sagen, aber... Kann ich da sogar springen, den Scheiß auch? Ja, passt, okay. So, kommt mir noch eine verborgene Szene oder so, dass es noch ein paar Antworten gibt oder hauptmenümäßig? Gib mir noch irgendeine Szene, irgendeine Cutscene. Ne, geil. Speedrun-Menü wurde freigeschaltet. Die Einstellung und permanentes Bild wurde der Menü-Option hinzugefügt. Ist diese Option freigeschaltet? Frei eingeschaltet. Bleiben im Fotomodus angepasste Vignetten. Königskites und Farbfilter einstellen werden des normalen Gameplays aktiviert. Was labert der? Ja, okay, mir raus. Speedrun-Menü. Cool. Also wie jetzt? Jetzt mal ganz kurz einen Moment zusammengefasst, die Scheiße, was ich jetzt damit bekommen habe. Sie war das kleine Kind anscheinend, alles klar. Und hier der Bruder, okay, die Mutter, okay, der Vater ist dann abgehauen. Und sie hat als kleines Kind das Tagebuch geführt und hat dort hier irgendwie in ihrer eigenen Welt im Kopf, als dann so, hier im Kopf halt irgendwie da, was gezeichnet hat, auf dem Papier halt dann gezeichnet und dann, ja, okay. Und jetzt liest sie das Ding nochmal durch. Also das schaut das halt nochmal durch und in ihren Erinnerungen ist diese ganze Kacke passiert mit dieser Ballerina irgendwas. Das heißt, sie war die Ballerina, die Mutter, ja, war die Königin halt. Der Räter war anscheinend dann der Sohn, nicht der Sohn, der Bruder. Und das Monster, der Vater, der was dann abgehauen ist. Aha. Also spielt das Ding einfach nur so ihre Familiengeschichte, weil dann ergibt es auch eher Sinn. Weil zwei frauenmäßig, Ballerina und die Königin, zwei männermäßig, Vater und Bruder, ja, aha. Aber wer zum Fuck war dann jetzt zum Schluss jetzt der Typ hier in der realen Welt? Okay. Das kann doch nur, warte mal, wer kann das dann gewesen sein? Das kann ihr Vater. Ach du Scheiße, jetzt check ich's. Aha. Sie hat dann irgendwie herausgefunden, wo jetzt ihr Vater wohnt, weil er anscheinend doch abgehauen ist, weiß ich nicht, Geschäftsreise oder was weiß ich, keinen Bock mehr anscheinend hatte, keine Ahnung, ja. Hat sie herausgefunden, ist aber dann nochmal hier kurz zum Strand halt gegangen, nochmal alles durchgegangen, hier das ganze Lebensgeschichte, Lebensgeschichte, was sie alles gezeichnet hat, den ganzen Kack. Und dann, ja, aber dann, ich dachte, dann will sie fragen, warum er abgehauen ist und nicht einfach, okay, hier das Buch und... Ach so, sie hat ja die Zelt dann, sie hat die Zelt rausgerissen. Ah, sie hat die Zelt rausgerissen und dann, wenn er das Buch aufschlägt, dann soll das so sein, wie sie es sich immer gewünscht hat, also alle vier Mitglieder ohne dem Kapitel, dass er abgehauen ist. Aha. Ja, weil dann zum Schluss, weil die letzte Seite ist ja weggeworfen, weggerissen, rausgerissen halt und da war ja dann Mutter, Vater, Tochter, Bruder. Ja, so, jetzt kapiere ich das Ganze. Aha, okay, ich habe alle Fragen, glaube ich, selber beantwortet. Ich glaube, das ist ja auch der Plan gewesen vom Game, also erzähl dir selber den Scheiß. Aha, okay, cool. Okay, gut, passt. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Game. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbei ist. Das sind jetzt, ich glaube, das ist der 11. Part jetzt da und das war's. Geil. Also jeder Part so um die 15 Minuten. Nicht schlecht. Also zwischendurch. Also echt, es sollte echt mal viel mehrere solche kleine Minigames geben. Einfach nur so nichts labern, also ein paar Labergeschichten halt. Aber dann, dass man sich selber so eine Story zusammenbauen kann. Ja. Ja, nice. Gefällt mir. I like it. Gut. Da würde ich sagen, das war's von dem Let's Play. Leider war's das von dem Let's Play schon. Wäre nicht schlecht gewesen, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre. Aber gut, was willst du machen? Gut, ich will gar nicht wissen, wie das auf VR geht oder so. Aber den Speedrun werde ich auch vielleicht noch machen, aber halt offline. Also, ja, gut. Da würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Let's Play. Und vielleicht nehme ich das auch noch ganz kurz auf, wenn ich den Speedrun gemacht habe. Was passiert, wenn ich einfach nur ins Auto dann einstecke? Also jetzt zum Schluss. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Also, dass ich ein Auto einstecke und fertig. Gut, also, wir hören uns. Vega sagt, ciao.